Jetzt starten wir den EMDR Typ 1. Jetzt kann losgehen. Das sind erstmal die Piezo-Scheiben. Und der springt fast von selbst an, also nur ein kleiner Ruck. Das Lager hat eine leichte Umwucht, besser gesagt die Schwungscheibe, und das Lager geht so langsam kaputt. Wir müssen es auswechseln und die Schwungscheibe muss die Wucht kriegen. Jetzt läuft das System unter Last, das heißt die Generatorspulen sind an die Primär- und Antriebsbatterien angeschlossen. Das, was schnarrt, sind die Piezo-Scheiben, die generierte Spannung verstärken. Wie man sieht, verliert die Antriebsbatterie, die gekoppelte Antriebsbatterie, nur unwesentlich an Spannung trotz des Anlaufens und die Last. Es bleibt bei 25,0.